Servus und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, Teil Nummer 2, wie erstelle ich meinen eigenen Trainingsplan, ja, für wirklich maximale Erfolge, für mich individuell. In der ersten Episode, falls sie nicht gesehen wurde, gerne mal einfach abchecken, ist in der Beschreibung verlinkt, gibt es auch eine Playlist, ging es um die Grundlagen, was muss man überhaupt wissen. In dieser Episode geht es ums Thema Volumen. Wir werden auch diesmal wirklich alles an einem Beispiel durchspielen, damit jeder für sich zu Hause selber mitmachen kann und eben verstehen kann, wie geht man denn ganz genau vor. Als Beispielperson haben wir einen Marvin, 18 Jahre alt und eben ein Jahr Trainingserfahrung. Und dann starten wir auch schon direkt durch. Als erstes muss man kurz definieren, was versteht man überhaupt unter Volumen, was ist das Volumen? Im Endeffekt ganz einfach, wenn man trainiert und eben verschiedene Sätze macht, also man macht zum Beispiel 3 Sätze für den Bizeps, weil man macht 3x Kurzhantelcurls, 8 Wiederholungen, dann hat man eben 3 Sätze, davor wärmt man sich vielleicht auf, das sind aber keine Arbeitssätze und im Endeffekt ist das Volumen dann die Anzahl der Arbeitssätze pro Muskel, ja, ist dann das Volumen pro Muskel und eben das Gesamtvolumen über alle Muskelgruppen pro Woche. So, warum ist das Volumen so wichtig, warum sollte man damit beginnen? Ganz einfach, das Volumen ist im Endeffekt der Parameter mit dem größten Impact, also mit dem größten Einfluss einfach auf das Training und auf die Performance und auf den Muskelaufbau. Ja, wenn die Technik passt halbwegs und man verändert vielleicht die Geschwindigkeit von der Übung, man verändert die Wiederholungszahl, man verändert die Übungsauswahl, man verändert die Frequenz, also wie oft man in der Woche den Muskel trainiert, da ist das Volumen eben der Parameter mit dem größten Einfluss. Deswegen beginnen wir mit dem Volumen. So, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel man trainiert schon einen Trainingsplan ab und hat bei seinem Trainingsplan 10 Sätze für die Brust und irgendwie wächst alles halbwegs, man kann sich gut steigern, aber bei der Brust funktioniert es nicht so richtig, dann sollte man mal testen, wenn man jetzt 2 die Woche die Brust trainiert, macht man mal jeweils 1 Satz mehr und deswegen dann 12 Sätze für die Brust und testet, macht man bessere Fortschritte. Wenn ja, dann kann man nochmal erhöhen und so weiter und dann eben immer weiter evaluieren. Was ist dann das perfekte Volumen, damit mein Muskel wirklich perfekt wächst? So, wichtig ist, was man sich davor auch als Gedanken machen muss, ja, machen wir kein extra Video dazu, aber hier einfach, was das Allerwichtigste ist, man muss sich denken, okay, wie oft pro Woche habe ich denn Zeit zu trainieren, ja, weil es bringt nichts, wenn man den allerbesten Trainingsplan hat, man würde die Top-Ergebnisse machen, aber der ist auf 6x die Woche und ich schaffe es eben nur 4x, ja, was bringt mir denn ein Trainingsplan und dann trainiere ich irgendwie 4x den Plan, der auf 6x die Woche ist und lasse dann Trainings weg oder hole die in der nächsten Woche nach, aber ja, funktioniert nicht so richtig. Deswegen erstmal gucken, wie oft hat man denn Zeit. In unserem Beispiel nehmen wir jetzt den Marvin, 18 Jahre, ein Jahr Trainingserfahrung. Und der hat bis jetzt immer in einem Ganzkörperplan trainiert und ändert jetzt den Plan ein bisschen und hat eben 4x die Woche Zeit. Ich denke, das Beispiel passt für viele. Die können dann 4x die Woche unter der Woche trainieren oder vielleicht 3x unter der Woche, einmal am Wochenende, sowas in die Richtung und da einfach eine gute Regelmäßigkeit haben. So, und dann ganz einfach, wie fängt man an mit dem Volumen? Ja, jetzt kann man erstmal gucken, vielleicht ist man kein absoluter Trainingsanfänger. Das ist Schritt Nummer 1, mal gucken, habe ich einen Trainingsplan, den ich schon mal über mehrere Wochen, Monate durchgeführt habe und habe da vielleicht mich gut steigern können beim Trizeps, Bizeps, bei den verschiedenen Muskelgruppen und kann da eben gucken, hey, okay, bei der Muskelgruppe kann ich mich gut steigern und dann gucke ich mal, wie viele Sätze habe ich da gemacht, wie oft die Woche habe ich den Muskel trainiert und wenn ich sowas habe, dann kann ich eben gleich mal gucken, okay, das ist eine Satzzahl, da wächst mein Muskel gut und mir das schon mal aufschreiben. In unserem Beispiel machen wir das jetzt einfach mal so, der Marvin hat 3x die Woche die Brust trainiert, weil es waren 3 Ganzkörpertage und hat immer 5 Sätze für die Brust gemacht. Das sind insgesamt 15 Sätze, weil 3x die Woche, ne? Und hat da sehr gute Fortschritte gemacht. Bei den anderen Muskelgruppen war der Fortschritt okay. Deswegen starten wir da mit einem normalen Startwert, aber für die Muskelgruppe Brust startet man dann zum Beispiel mit diesen 15 Sätzen, weil auch der Marvin in dem Beispiel jetzt keine Person ist, die schon 10 Jahre trainiert und es gar nicht schaffen kann, bei jeder Muskelgruppe gut Fortschritte zu machen. Ja, wenn man 1 Jahr trainiert, 2 Jahre trainiert, dann kann man sich noch überall gut steigern und deswegen kann man auch überall probieren, aus dem Muskel echt das Maximum rauszuholen. So, für alle anderen Muskelgruppen gilt, zwischen 10 und 20 Sätzen ist so der Wert, wo man sich wahrscheinlich am besten steigern wird. Ja, das ist natürlich pro Person individuell. Wie sollte man beginnen? Man beginnt bei jeder Muskelgruppe mit 10 Sätzen und steigert sich dann eben langsam hoch bei den Muskelgruppen, wo man merkt, nach 1, 2, 3 Wochen, hey, hier kann ich mich nicht steigern, erhöht da langsam das Volumen. Speziell ist da eben auch der Rücken und die Arme. Die Arme sind eben bei Rückenübungen und bei Bizepsübungen beteiligt. Deswegen haben wir da schon Overlap-Volumen und deswegen reichen da 6 bis 8 Sätze am Anfang, damit einfach mal starten. Und beim Rücken
Da ist es eben so, dass es nicht nur ein Muskel ist wie die Brust, sondern wir haben halt beim Rücken, wenn man jetzt die Muskeln so hier anguckt, ich sag mal zwei große Funktionen, nämlich einmal die Schulterblätter nach hinten zu ziehen, so Richtung Trapez, Rhomboiden, die Muskelgruppe, und einmal eben den Arm nach unten zu führen, Richtung Latissimus, diese Muskelgruppe. Deswegen kann man beim Rücken schon für den gesamten Rücken mindestens 15 Sätze damit schon mit durchstarten. Und da kann es dann auch hoch so von 15 bis 25 gehen. In den meisten Fällen ist so der Bereich, den ich empfehlen würde. Wenn man ein absoluter Anfänger ist, noch nie trainiert hat und jetzt wirklich damit durchstarten möchte, würde ich empfehlen, einen Ganzkörperplan, wie unser Beispiel im ersten Jahr gemacht hat, und den dreimal die Woche mindestens zu machen, und da pro Muskel ca. 6 bis 8 Sätze sollten schon locker ausreichen, dass der Muskel wächst, und dann kann man da auch sich langsam vielleicht steigern, wenn es irgendwo nicht so gut funktioniert, und dann vielleicht nach 3, 4, 5 Monaten auch einen neuen Plan machen, wo man dann eben nicht Ganzkörper macht, sondern wo man zum Beispiel dann jeden Muskel wirklich mindestens 2-mal die Woche trainiert. So, also jetzt gucken wir uns unser Beispiel an. Wird man jetzt irgendwo hier eingeblendet sehen. Da haben wir Marvin, 15 Sätze für die Brust. Für die anderen Muskelgruppen starten wir jetzt überall erstmal bei ihm mit 10 Sätzen. Und für die Arme eher so bei 6 bis 8 Sätzen. Für die Schulter genau das Gleiche. Da reichen auch mal erstmal 6 bis 8 Sätze aus. Und beim Bauch eben auch das Gleiche, ja. Und dann guckt man erstmal, wie man sich steigern kann. Aber das ist so das erste Video über das Thema Volumen. Wenn man durchstartet, so sollte man anfangen, ja. Wenn man jetzt echt noch nie trainiert hat oder man weiß jetzt gar nicht, hey, wie viele Sätze hatte ich oder hat keine Lust nachzugucken und möchte jetzt neu durchstarten von null an, würde ich empfehlen, einfach statt den 15 Sätzen mit der Brust da auch mit 10 anzufangen und dann eben bei jeder Muskelgruppe erstmal zu gucken, hey, wie kann ich mich steigern, und dann herauszufinden, wo funktioniert es am besten, wo funktioniert es nicht so gut, und langsam das Volumen anzupassen, aber natürlich auch nicht zu schnell. Wirklich mindestens, würde ich sagen, auch wenn man Anfänger ist, 1-2 Wochen gucken, kann ich mich steigern oder nicht und wie gut kann ich mich steigern. So, das war es auch schon mit dem ersten Teil gewesen. Im Endeffekt ganz einfach gucken, hatten wir einen Trainingsplan, wo man irgendwie weiß, hey, da konnte ich mich gut steigern bei Muskelgruppen. Dann erstmal sich notieren, bei welcher Muskelgruppe sollte ich wie viele Sätze pro Woche machen. Und dann geht es im nächsten Video weiter zum Thema Frequenz. Wie oft pro Woche sollte ich denn welchen Muskel trainieren? Und da gucken wir uns das einfach ganz genau an und rechnen eben mit den gleichen Werten jetzt von Marvin einfach mal durch, was könnte man denn machen, was ist sinnvoll bei 4-mal die Woche Zeit. Und dann hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Wenn eine Frage, irgendwas offen geblieben ist, gerne einen Kommentar schreiben. Wenn es euch natürlich gefallen hat, gerne ein Like geben. Und wenn euch weiterhin so Themen interessieren, dann gerne den Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich euch einen geilen Tag. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.